Goodies and what's up, ladies and gentlemen? Bitte bleibt bis zum Ende dran. Ich dachte, ich fange die Folge einfach mal so an. Willkommen zurück zu Conan Exiles und in der heutigen Folge, dann werden wir diesen Raum stürmen. Was auch immer uns da erwartet. Denn wir wollen diese Platte da hinten, die ihr in der Ferne seht, mal aktivieren. Dafür brauchen wir Statuen. Zwei haben wir gefunden. Am Anfang hatten wir schon einen Boss. Dann werden wir das Allerheiligste stürmen und ich hoffe, es lohnt sich, was wir hier finden. Also wir kämpfen uns wirklich durch. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir das noch durchhalten. Wir waren zwischendurch mal und ich habe mir eine Maske geholt. Ich habe mir der Ketos Fest mal geholt. Wie ihr seht, es läuft gerade ab. Also, ja, sagen wir mal, es ist ein unstetes Hin und Her. Permanent. Aber naja, was soll's. Pass auf, wir machen das jetzt so. Ihr lasst mir ein Abo da und ich beweise euch in dieser heutigen Folge, dass es sich definitiv lohnt. Teilt das Video, sagt es euren Freunden, Familie, von mir aus eurer Großmutter. Es ist mir egal, wer zuschaut. Jeder ist willkommen. Gemeinsam erreichen wir meine Ziele. Umweltschutz, Naturschutz, okay? Und wir schaffen es irgendwann mal, das Fickfrosch von Cancer zu besiegen. Naja, next level shit und so, you know? Ganz wichtig, schreibt mir mal jetzt in die Kommentare, wie findet ihr das aktuelle Spiel? Was hältst du von Conan? Willst du ein anderes sehen? Oder was denkst du über Conan? Ja, schreib's mir in die Kommentare, bitte, jetzt rein, okay? Schreib mir wirklich einen Kommentar, was hältst du von Survival Games? Spezifisch jetzt Conan, aber darfst gerne Survival Games im Allgemeinen auch mit anschneiden. Gut. Jetzt gibt's das Intro, vorher lasst mir noch ein Like da und lasst dir sagen, join der Discord-Community. Wir haben über 100 aktive Menschen und freaking hell, mein Tee wird kalt. Also, Intro und dann geht's los. Hi. Bonne, ich wollte dich ärgern. Ja, passt schon. Achso, ich sollte vielleicht hin. Ach, der ist ausgestattet. So, sie wo hast du denn jetzt... Es keinen Grund, da oben hinzugehen, wo die Skelette sind. Ah, die haben uns schon gesehen. Boss! Du! Doofkopf! Ab mit dem Kopf! Nein! Oh! Hinter dir! Es war früh genug gewarnt. Ich mach schon den. Kümmere dich um den Bogenschützen. Ach, die sind so grau in grau mit dem Hund Hintergrund, dass ich mit dem Hund. Mit dem Hintergrund. Ach, wenn du sie eh tot gemacht hast, dann kann ich auch mal gucken, was hier oben liegt. Wen tot machen? Du hast sie doch schon tot gemacht. Jetzt kann ich gucken, was hier liegt. Ohne Kiste. Keramikgefäß, hier sind Pfeile für dich drin, die was bringen könnten. Und Gaskugeln, die nehme ich mal mit. Könnte lustig sein. Dann gucke ich jetzt aber auch, ob wir hier eine Kiste haben. Jo! Und dann auf der anderen Seite liegt. Wow. Du findest voll die coolen Sachen. Ja, dann geh doch auf die andere Seite und hol die coolen Sachen ab. Das denke ich dir. Möchtest du Gaskugeln eigentlich haben? Das ist wie deine Giftpfeile, nur dass du mit was anderem schießen kannst. Schnuppergas, Bösewicht. Oh, fuck. Ach, scheiße! Okay. Klar, irgendwas musste passieren. Irgendwas musste schiefgehen. Oh nein. Ah, und los geht's. Oha. Was hat der so für Patterns? Warte, ich probiere das jetzt mal. Wo habe ich sie? Gift. Ey, jetzt. Nimm den Bogen, Mädel. Ja, er ist vergiftet, aber er leidet. Doch, er leidet stark. Oh. Na gut, ich halte ihn anscheinend nicht in der Mitte, weil der ist richtig unstet. Schieß mal zwei auf den Boden bei mir. Einfach linke Maustaste hier, wo ich stehe. Fertig. So, jetzt, ich versuche ihn ein bisschen hier drin zu halten und schieße einfach normal auf ihn. Hm. Aber das mit dem Versuch scheitert. Oh, festgebackt. Oh, herrlich. Echt jetzt? Ja. Oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Ja, sag's nicht zu laut. Warte, ich mach hier... Oh, ist das gut. Oh, ist das geil. Hör auf! Du hast gesagt, nicht zu laut! Du hast nichts gesagt von ASMR. Oh nein, geh mir mit dem Scheiß weg! Asmra. Genau, Asmra. Warte mal. Kriege ich jetzt noch den Kopf überhaupt da? Nein, okay, du bleibst da. Wenn ich zu nah rangehe, dann... Der soll ich mal visieren, das ist schon in Ordnung, wie der da steht. Warte mal kurz, ich werf dann mal das Gift, das ich habe, dahin. Aber Kopf heißt ja eigentlich auch 50% mehr Schaden, ne? Weil ich hier das
aufgelevelt. Obwohl, der geht eigentlich. Hast du einen Explosionsfall? Dann explodiert das Gas. Oh, ich glaube, das ist das Einzige, was wir jetzt nicht fertig hatten. Stahl. Säure hatte ich nur. Gift, nein. Hast du einen Leuchtfall? Nee. Ich hätte wohl einen Heilpfeil. Nee, schieß. Ach, so ist das auch mal ganz angenehm. Oh, schön, dass er sich festgepackt hat. Oh, das ist aber herrlich. Jo, ist doch fast so wie Kino, ne? Also jetzt können wir mal ganz entspannt... Ja, dann besiegt mal den Boss. Ich guck mal, was in seiner Kammer war. Ich darf eh nicht rangehen. Wenn ich da rangehe, backt er sich frei. Ich wollte gerade sagen. Deswegen, mach du das mal... So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Kanal Heldenherz, wenn ihr also ein bisschen Action haben wollt, ja, von mir aus guckt ihr zu, mir soll's egal sein. Aber wenn ihr ein bisschen mehr sehen wollt, was ich gerade gefunden habe, oh, ist das cool! Das werde ich natürlich nur meinen Zuschauern zeigen, deswegen werde ich es jetzt nicht nennen, aber ihr könnt gerne bei mir vorbeikommen. Hashtag Eigenwerbung. Mhm, ich glaube, ich sollte gleich mal auf den Mute-Knopf hier drücken. Sorry, hab dich nicht verstanden, ich hätte dich gemutet, was? Aha, ja, genau. Aha, sonst gibt's hier nichts, oder was? Noch fancier Shit. Fancierer Shit. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie das Ding maßlos gequält und getötet wird, dann müsst ihr bei ihr reinschauen. Aber wir finden geileren Scheiß hier. Das Problem ist, der Wichser hat die Statue. Das heißt, wir müssen ihn so oder so töten. Schade eigentlich. Ach, bleibt er da hängen? Oh, ich kann hier nicht durch, das ist ja gemein. Was haben wir denn hier so? Oh, wenn du wüsstest, was hier in der Kiste ist. Oh, wenn ich das nicht wissen will. Wetten? Oh, ich dachte gerade, der rennt los. Wetten doch? Nein. Ja, ich bin gerade ein bisschen deprimiert, dass ich nicht doch noch einen Bogen bei habe. Hätten wir jetzt aber hier stehen können. Zip, 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 zip. Ich habe einen Bogen in der Tasche. Du weißt schon, was wir aus dem letzten Gegner gekriegt haben. Ah, gib mal bitte. Und so ein Stack irgendwas Pfeile wäre schon schick. Warte, du kriegst einmal hier den Bogen. Bist du da? Kann ich abwerfen? Ja, ja, steh neben dir. Guck dir dezent so, gehärtet. Wo habe ich hier? Eisenkorb. Schlangenmensch. Ja, ja, okay, stopp. Ich wollte nicht die nächsten 6 Jahre damit diesen Bogen verbringen. Ja, ist ja gut. Wir versuchen mal Schlangenmensch. Vielleicht bringt es ja was. Jetzt habe ich aber gar nicht auf die Schadenspunkte geachtet. Nicht, dass er wieder eine Rüstung, obwohl. Zack und bam! Ach, ich liebe Bögen. Ich liebe Tee! Und zu diesem Anlass, Prost! Danke, ich trinke nämlich gerade meinen Tee. Rooibos Vanille. Gut, während wir hier schwereste körperliche Arbeit. Du hast Scheiße gebaut, richtig? Schieß. Ja, gut, dass ich auch noch einen Bogen habe, seht ihr? So ins Mikro stöhnen, wenn ich gerade am Trinken bin. Ich habe echt keine Ahnung, dass du dich nicht unter Kontrolle hast, einfach mal mit deinem Lachen. Aber ja. Ach, ich bin halt ein sehr fröhlicher Mensch. So kann man das auch machen. Ja. Was denn? Das ist nur Rooibos-Vanille mit Hafermilch. Boom. Ich glaube, meine Ausdauer sollte ich vielleicht mal ein bisschen im Auge behalten. Ja, das ist definitiv unser härtester Bosskampf. Ja, aber sowas von. Also Mann. Ey, hier ist was los. Wir müssen danach echt noch eine Trainingseinheit einlegen, ne? Wenn die alle so wären, dann feiere ich das. Ja, ja, das sagst du jetzt, aber gleich kommt dann noch der Champion, ne? Der. Ja, das wird eine Frau. Ja, wie immer in diesem Spiel, wa? Ja, tatsächlich ist es sehr frauendominiert. Das ist doch schön. Ja, weil wir sie alle töten. Ich war's nicht. Also die Schlangenmenschen machen halt fast keinen Schaden. Aber das kann auch sein, dass einfach der Gegner statt
stark immun dagegen ist. Ha, ich hab den letzten geschossen. Dafür werde ich ihn wieder looten. Mach doch. Bewohner der dunklen Quelle und die Statue des Archivars. Ich wollte gerade sagen, nimm doch deinen Stab. Bewohner daraus. Der dunklen Quelle, ein von Archivar selbst verfasstes Manuskript, Verbrauchsobjekt, Überlebensbonus. Ha? Dann, weiß ich nicht. Benutzen wir es mal? Benutzen. Warte mal, von wo sind wir jetzt gekommen? Ich habe jetzt plus 6 auf Überleben. Und für wie lange? Für immer? Hier steht nichts. Kann ich das irgendwo sehen? Was ist das hier? Werte. Erhöhtes Überleben. Überleben um 4 erhöht. Okay, cool. Ist das eine Tür, die man aufmachen kann? Oh. Ja. Oh. Da war die Kiste, wo jetzt nichts mehr drin ist. Ja, der Boss war angenehm. Lass uns zwar öfter solche Dinge suchen, wo mehr hoher Sand ist und dann gucken, dass ein Boss irgendwelche Movements macht, dass er mich damit kriegen will. Dann will ich mir das jetzt aber auch mal angucken. Das sieht voll cool aus. Ja, guck dir das doch an. Boah. Einen Segen hast du. Oh, hier ist schon wieder so ein Bett. Was haben die eigentlich hier für... Ja, okay, große Menschen, große Betten, ne? Warum will ich solche Fragen überhaupt stellen? Und diesmal, ich komme drauf. Yay! Ich bin auf dem Bett drauf. Ja, das Problem, was ich jetzt sehe, ist, da sind wir reingekommen. Die Tür haben wir gemacht, die Tür haben wir gemacht, die Tür haben wir gemacht. Ja, wir haben 3 Statuen. Und wir haben 3 Türen. Und aber wir haben... Oh. Eigentlich keine Statuen mehr, weil die alle verschwunden sind. Okay. Oh, was hat der Wolf jetzt schon wieder gesehen? Die Tür. Die richtige Tür. Okay. Schön, die... schön. Wir haben noch 3 Minuten. Los, go, 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 go. Ja, ich bin ja da. Ich, on the way. Stopp. Erinnerst du dich an den Eintrag? An die Fallen? Oh nein. Erst noch der Eintrag, wenn ihr meinen leblosen Körper findet, dann werdet ihr es garantiert nicht schaffen? Wie bitte? Was ist denn? Ich krieg die Tür nicht auf. Ja, jetzt kriegst du es auf. Hier, komm. Siehst du den Körper da? Ich ahne Schlimmes. Ja. Und es gibt nur eine Sache, die ein echter Kerl da tun kann. Geh mal vor. Okay, das war erschreckend einfach. Was hat denn der im Inventar? Nichts. Er muss ja nicht heißen, dass da Stacheln rauskommen. Spinnenbeben. Ah, fuck, hier sind aber Spinnenbeben. Okay, dann schauen wir mal, wo wir... da ist wieder so ein Leuchtekopf. Oh nein, wir können schon wieder nicht klettern. Ich hasse es, wenn man nicht rennt. Hier sind Stacheln. Also pass auf, hier ist Leuchtikus. Was? Leuchtikus? Ja, hier ist noch so ein Leuchtikus wie am Anfang. Okay. Können wir hier hoch? Können wir hier klettern? Ja, du weißt, dass ich woanders hergegangen bin, oder? Nein. Okay. Ich dachte, du hast gesehen, dass ich einfach zurückgerannt bin. Ach da. Ach, so ein Leuchtikus. Aber leichter. Ups. Oh. Das tut weh. Das war auch sowas von nicht mit Absicht. Okay, okay, okay. Mhm. Dann, wir haben einen Weg. Links oder rechts. Eure Meinung in die Kommentare. Genau. Also? Und sollen wir dieses Glühwürmchen hier mitnehmen? Wir können ein Bändchen dran machen und es hier uns herschleifen. Schön wär's, aber nein, ist nicht machbar. Schaut einfach mal bei uns im Discord vorbei. Vielleicht haben wir da ein Glühwürmchen für euch oder auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V. Ja, ja. Die Glühwürmchen. Scheiße, ich hab's beim Nachhauseweg vergessen. Mist. 25% der Trefferquote. Tja, ich heile mich immer aus. Ein Sinnlos. Naja, egal. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet Spaß in der Folge. Wenn du es bis hierher geschafft hast, schreib mal Hashtag MakeItToTheEnd in die Kommentare. Okay? Das ist mir ganz, ganz wichtig. Vor allem die Interaktion mit euch. Bitte nutzt das. Ich tue das wirklich, wirklich nicht just for fun. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, ich war kreativ. Habt ihr irgendetwas dagegen? Nein? Okay. Ich wollte es nur mal fragen. Gut, ich überlege mir mal, ob ich mich eventuell auf Tanks skille, da ich aktuell eh nicht so viel Schaden mache.
Und das Ergebnis davon seht ihr eventuell in der nächsten Folge. Bleibt dabei und wir sehen uns dann. Bis dahin. Valador Heris. Joint im Discord. Euer Wolf.